Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder Miri, die Kabanendänzerin. Ja, ich möchte heute mit euch über ein ganz ernstes Thema reden. Und zwar eins, das mir sehr viele Leiden im Leben bereitet hat. Und zwar geht es ganz einfach um Hormone. Und in diesem Video möchte ich thematisieren, also meine These ist quasi, die habe ich natürlich nicht aus der Luft gegriffen, sondern ich habe mich wirklich darüber informiert, über Monate und Jahre hinweg. Meine These ist folgende. Und viele, also ich sag mal, die Ärzte aus der Allgemeinmedizin würden da nicht mit mir übereinstimmen. Und zwar ist es, dass es gute und schlechte Hormone gibt. Ich gehe besonders auf die Östrogene ein in diesem Video. Meine These ist, dass es gute und schlechte, also schädigende, schädliche Östrogene gibt. So, und das möchte ich ein bisschen erklären in diesem Video, weil das ist echt in meinem Herzen, das muss die Welt wissen, weil ich es am eigenen Körper erfahren habe und dass da einfach ein Unterschied ist. Die Allgemeinmedizin sagt, es gibt dort keinen Unterschied, aber ich sage mittlerweile nicht mehr, dass ich glaube, dass es keinen Unterschied gibt, sondern dass ich weiß, dass es einen Unterschied gibt. Genau. Aufgrund von eigenen Erfahrungen und ja, die habe ich deswegen machen können, weil ich von den Erfahrungen anderer profitieren konnte, die mit Akne ganz viel zu tun hatten. Es geht in diesem Video besonders um die Probleme Akne und Haarausfall. Aber es wird nicht nur ein Video geben, sondern das soll so eine kleine Reihe werden. Also in diesem Video sage ich quasi, was die Folgen sind von schlechten Hormonen. Denn denen sind wir heutzutage sehr stark ausgesetzt. Und dann in den folgenden Videos möchte ich eben sagen, was man dagegen tun kann, wie man dem vorbeugen kann, diesen Folgen, diesen Nebenwirkungen von schlechten Östrogenen. Und was man vor allen Dingen, was man tun kann, wenn es schon zu spät ist, wenn man schon zu viele schlechte Östrogene in seinem Körper hat. Die Verbindung zur Pille ist einfach, dass das beinhaltet meine These, dass die Antibabypille eben genau diese schlechten, schädlichen Hormone dem Körper zuführt. Das weiß zwar keiner, das hat man nie gehört, aber es ist so. Und gerade weil das keiner weiß, weil es einem einfach keiner sagt, auch selbst wenn es irgendein Arzt weiß oder das irgendwie so unterstützt. Sorry, ich sitze hier auf einer Bananenkiste und ich krach wahrscheinlich in sich zusammen. Also wenn ich gleich eins tiefer lege, dann wisst ihr Bescheid, warum. Die Pille, das ist einfach so, das wird so totgeschwiegen in der Gesellschaft. Die Pille gilt einfach als das absolute Heilmittel und wegen der Verhütung natürlich ist ihr ja natürlich auch etwas, quasi ein großer Vorteil zuzuschreiben, aber die Nebenwirkung, die sie hat, der Schaden, den sie dem weiblichen Körper antut, ist enorm. Und der vermeintliche Vorteil oder ja, der wirkliche Vorteil der Verhütung der Pille ist einfach das Risiko und die schlimmen Folgen nicht wert, die sie bringt. Und viele merken das gar nicht, während sie nehmen, jahrelang, weil es oft so ist, dass genau diese Folgen erst kommen, wenn sie abgesetzt wird. Vor allen Dingen bei Akne und Hairloss und Haarausfall ist es so, dass das meistens erst Erscheinungen sind, Nebenwirkungen sind, die nach dem Absetzen kommen, weil eben die Pille so ein krasses Durcheinander im Hormonhaushalt macht. Und das ist so krass, dass der Körper damit nicht klarkommt und erstmal also auch gar nicht so schnell aufräumen kann. Und auch die eigene Hormonproduktion gar nicht
ja, gar nicht starten kann, weil er sie einfach schon wieder verlernt hat, die ganzen Jahre über. Ja, so dass das irgendwie ganz logische Folgen sind, die Akne und der Haarausfall. Also das ist erstmal halt das, worüber ich mich maßlos aufrege, weil echt mit den Frauen gespielt wird. Diese Hormone werden in die Frauen. Es ist selbstverständlich, dass die Frau die Pille nimmt. Und viele Frauen nehmen sie auch, als wäre es wirklich selbstverständlich. Auch gerade wegen reiner Haut. Also wird dir so oft empfohlen wegen super toller Haut. Und das tritt auch dann oft ein. Aber das Erwachen ist groß, wenn dann die Pille abgesetzt werden muss. Und das muss sie nämlich irgendwann auf jeden Fall, weil sie nämlich so schädlich ist. Nur das wird nie so formuliert. Also Frauen über 30 sollten die Pille gar nicht mehr nehmen. Also eine langfristige Lösung, ja, als eine langfristige Lösung sieht es kein Gynäkologe und rät dann eben, je älter die Frau wird, wird ihr davon abgeraten, sie überhaupt zu nehmen. Und das allein ist ja schon verdächtig. Aber ja, also das große Schweigen, damit muss Schluss sein. Ich will da entgegenwirken, weil ich sehe so viele Frauen, die wahrscheinlich darunter leiden. Und also ich selbst habe mich echt 2 Jahre lang, nee, länger noch. Also ich habe das zweimal erlebt, weil ich zweimal die Pille nach mehreren Jahren abgesetzt habe. Das längste war nach 7 Jahren. Und je länger man die Pille genommen hat und dann absetzt, desto wahrscheinlicher ist es erstmal, dass überhaupt die Folgen auftreten und desto schlimmer werden sie dann auch. Also da ist auf jeden Fall ein sehr großer Zusammenhang. Und das, was ich da erlebt habe, also psychisch und selbstbewusstseinsmäßig, der absolute Horror, sage ich nur. Also da kann man von sich aus noch so selbstbewusst sein, das kratzt echt an einem. Und nicht nur wegen der Optik, also bei Akne und Haarausfall, sondern mit allen anderen Nebenwirkungen auch. Sondern einfach, ja, das tut weh. Also es tut körperlich weh. Es juckt, es brennt, es eitert. Es ist eine richtige Verletzung. Es ist eine Hautkrankheit. Und ja, also diese hormonellen Probleme, die man nach dem Absetzen von der Pille bekommt, die haben man dann vollkommen im Griff, weil alles, was mit Hormonen zu tun hat, das ist nicht ohne, sondern das Hormone bestimmen ja sau viele Prozesse im Körper. Also eigentlich unser ganzer Körper wird von Hormonen auch bestimmt und allen möglichen Produktionen und das ist echt Wahnsinn. Wenn das dann, das merkt man halt erst, was die für einen Einfluss haben auf den Körper, die Hormone, wenn man ein Problem damit hat. Also dann spielt nicht nur die Haut und die Haare verrückt, sondern das ganze Denken auch. Und die ganze, ja, echt die Psyche. Also depressiv kann man davon werden. Und also die bestimmen deinen Körper, was da abläuft. Und das finde ich auch so, echt so, ja, ziemlich krass, mir das vorzustellen. Total, ja, es macht mir eigentlich Angst, mir vorzustellen, was die Pille alles dann anders gesteuert hat in meinem Körper, als meine körpereigenen Hormone eigentlich meinen Körper gesteuert hätten. Also, ich bin mittlerweile der vollsten Überzeugung, dass eine Frau ein anderer Mensch wäre, wenn sie die Pille nicht nähme, wenn sie sie dann nimmt. Und ich merke das jetzt. Ich bin jetzt gut, ja, ich bin jetzt ein Jahr von der Pille weg. Davor habe ich sie 7 Jahre lang genommen. Aber mit ein Jahr, in dem ich sie nicht genommen habe, als ich sie also schon mal abgesetzt hatte. Und da habe ich auch genau diese Probleme bekommen. Akne, also richtig, richtig, richtig krass. Ich zeige euch jetzt mal Bilder davon, wie krass das war.